So, da sind wir wieder. Wir gehen gleich in die Schwere. Ja, komm, lass uns einfach gleich da reingehen. Das ist kein Thema. Wenn ihr die Schwere betretet, dann auf euer eigenes Risiko. Wartet keine Hilfe. Das ist gar kein Problem. Ich habe ja reichlich Hilfe hier von meinen tapferen Kameraden. Du bist nur 63 bis zu mir, also höflich. 86. Und Jaina 68. Und wo ist unser fantastischer Zwerg? 73, immerhin. Hallo, guter Freund. Was wollt ihr? Du sagst auch mal nichts. Seid alle nichts? Dann sprechen wir mit dir, weil du bist herrlich grün. Melling Bangerton. Wieder da? Naja, ich scheine bessere Sachen zu haben, als ich dachte. Ich werde die Preise für meine Stammkunden anheben müssen, wenn ihr öfter herkommt. Ach stimmt, die habe ich ja schon mal repariert. Ah, okay. Dann will ich mal kurz sehen, was du denn so zu kaufen hast. Zu verkaufen hast. Zu kaufen hast bestimmt auch irgendwas. Du würdest das Zeug hier nicht kaufen, okay. Du hast irgendwie nichts, was mich interessiert. Was brauchte ich denn nur? Ich brauchte einen ganz einfachen Stab, hätte ich gerade so einen für diesen Elektrostab. Ja, gut. Dann nicht. Dann gehen wir mal kurz in diesen wunderschönen Papp hier rein. Wie heißt der? Der hat offenbar gar keinen Namen. Na gut. Bestes Leute hier ab und zu mal speichern. Weil ich nehme an, das wird eine rauere Taverne sein. Du siehst interessant aus, Menschengaunerin. Die Frau vor dir ist groß und kräftig gebaut. Mehrere Narben verlaufen von den Augenwinkeln bis zu ihrem Kiefer hinunter. Es lässt sie aussehen, als würde sie weinen. Was wollt ihr? Habt ihr einen bestimmten Grund, mich zu belästigen? Oder wollt ihr euch mit der alten Scratch nur einen Spaß erlauben? Wenn ihr andeuten wollt, dass mein Leben in Gefahr sei, seid ihr schwer im Irrtum. Das ist wahr. Oh, 37. Wirklich? Sie wirbelt zu dir herum. Ein paar Klingen erscheinen in ihren Händen. Wollt ihr eine kleine Lektion dieser Disziplin, Fremdling? Ich kann euch schneller tranchieren als ein Morbihan-Hai. Es wäre mir ein Vergnügen, Miss. Nein, das ist besser nicht. Ich glaube, ich werde wieder gehen. Vielen Dank. Ja, kriech nur davon, räudige Ratte. Kommt noch einmal ohne Grund hierher und ihr werdet es bereuen. Ja, vielleicht komme ich nochmal her und bringe dich um. Mal sehen. Halb-Oger-Gauner. Hä? Okay. Halb-Gauner. Halb-Link-Gauner. Halber Gauner, wollte ich gerade sagen. Was wollt ihr hier, Jungchen? Ich hätte ein paar Fragen, wenn es recht ist. Er blickt dich an und grinst. Es ist mir nicht recht, Jungchen. Wenn ihr nichts dagegen habt, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? So schwach und mickrig, wie ihr seid. Ich bin überrascht, dass euch noch keiner zu Hackfleisch verarbeitet hat. Er zwickert seinen Freunden zu und kichert. Ja, ich weiß, dass ich schwach bin. Bitte schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Ganz ehrlich, nein. Wisst ihr was? Ich verstehe, vielleicht sollt ihr es mal versuchen, Aufschneider. Die Augen des Mannes blitzen auf und dann scheint er fast zu lächeln. Ihr wollt doch bestimmt noch ein Weilchen leben, Jungchen. Die Schwere wird euch ziemlich schnell lehren, wie kurzes Leben sein kann. Ich gebe euch einen kostenlosen Rat. Ihr solltet niemals was sagen, das ihr nicht meint. Und ihr solltet vor niemanden einen Rückzieher machen. Außer natürlich, ihr bekommt es mit Pollock zu tun. Okay, danke für den Rat. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Warum nicht? Aber fasst euch kurz. Was genau ist das hier für eine Taverne? Dieser Pub hier heißt Caleb Malloy's. Ist in der Schwere der beste Ort, um sich eigentlich zu genehmigen und um rauszufinden, was auf den Straßen Neues gibt. Hier hängen auch eine Menge Leute aus dem Morg-Clan rum, aber Malloy's Pub ist in neutraler Zone. Pollock hat uns befohlen, hier drin nicht zu kämpfen. Also machen wir auch keinen Ärger. Ich nehme an, du bist Pollock. Wer ist der Morg-Clan? Mauklan, in Haufen schwächlicher Kerle aus dem Nordteil der Schwere, hauptsächlich Orks und Halborks. Ihr Boss hört auf den Namen Darien Morg, residiert im Bentley, hübscher Kasten, liegt nördlich von hier. Verdammtes Muttersöhnchen, versteckt sich in seiner hübschen kleinen Hütte. Er spuckt auf den Boden, ich würde ihn liebend gern mal in die Finger bekommen. Okay, und wer ist dieser Pollock? Pollock, das ist unser Boss, er zeigt auf seine Freunde. Wir sind alle Mitglieder von Pollocks Bande und wir sind verdammt üble Kerle. Was, Jungs? Sie brüllen vor Begeisterung, prosten sich über den Tisch zu und verschütten dabei den größten Teil ihres Drinks. Okay, ihrer Drinks. Pollock ist ein Halboger, lebt im Südteil der Schwere. In der Schwere gibt es zwei Bosse, aber in Acht zu nehmen, das braucht man sich nur vor Pollock. Ah ja, okay, zwei Clans wohnen acht in diesem Stadtteil, okay. Noch ein paar Fragen. Was genau ist die Schwere eigentlich, genau? Die Schwere. Ihr seid genau mittendrin, Kumpel. Dazu gehört alles auf der Westseite der Guerillion-Brücke. Er ist nicht besonders hübsch, aber unser Königreich, was, Jungs? Auf die Pollock-Bande. Die Kerle heben die Gläser in die Luft und brüllen alle möglichen mehr oder minder jugendfreien Sprüche. Eine Menge Bier landet auf dem Boden. Ich verstehe. Gibt's sonst noch etwas, das ich über die Schwere wissen müsste? Wenn ihr Fragen über die Schwere habt, sollt ihr mit Caleb Malloy, dem Wirt, sprechen. Er ist schon länger hier als die meisten anderen. Seine Narben können ein Lied davon singen.
Das werde ich wohl auch tun. Noch ein paar Fragen. Ja, genau. Wie kann man hier Arbeit bekommen? Naja, man sollte aufpassen, für wen man hier in der Schwere arbeitet, Jungchen. Sagen wir mal, ihr würdet einen Job beim Mauclan annehmen. Tja, ich und meine Kumpels von der Pollock-Bande, wir wären davon nicht gerade begeistert. Ihr versteht, was ich meine, Jungchen. Er tätschelt einen dicken Knüppel, der sein Gürtel hängt. Jawohl, und man muss hier wirklich vorsichtig sein. Und wenn ich mich der Pollock-Bande einschließen will, nur mal so theoretisch... Vielleicht seid ihr heller, als ihr ausseht, Bursche. Wenn ihr für Pollock arbeiten wollt, dann schlage ich vor, dass ihr mit Miranda Tears redet. Sie ist das schlagfertige Mädel da an der Bar. Sagt ihr einfach, dass wir euch geschickt haben. Sie wird dann entscheiden, ob ihr es wert seid, dass meine Zeit mit euch verschwendet. Okay, ja, vielen Dank. Da speichere ich erstmal. Ich weiß nicht genau, ob ich einen Clan beitreten will. Ich habe momentan überhaupt keinen... Also ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer bist du denn? Magnus. Schießt du lustig am Tisch rum, aber schön, dass du dich schon eingewöhnt hast. Rede doch erst mit dem Barkeeper. Menschenladenbesitzer, freundlich oder höflich. Kann ich euch helfen? Möglicherweise dürfte ich wohl euren Namen erfahren, Sir. Der Mann vor dir ist dick, breit gebaut, trägt eine Schürze und scheint immer grimmig reinzublicken. Er betrachtet dich ohne jegliche Regung. Ich heiße Malloy. Caleb Malloy, und das ist mein Pub. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Caleb. Ebenfalls erfreut euch kennenzulernen, Junge. Er blickt sich um und beugt sich dann etwas zu dir. Hört zu, ihr seid neu hier. Unser einer kann auf den ersten Blick sagen, wer die Schwere kennt und wer nicht. Das ist kein Ort für einen Sonntagsausflug, besonders wenn ihr euch hier nicht auskennt. Okay, was meint ihr denn mit der Schwere? Die Schwere, so wird dieses stinkende Stadtviertel hier genannt. Er lacht und wischt über die Theke. Verdammtes Schlupfloch für Diebe, Beutelschneider und Mörder. Hier und da leben ein paar arme Familien. Die meisten versuchen einfach nur zu leben, ohne dem Mauk-Clan oder der Pollock-Bande in die Quere zu kommen. Okay, dann fragst du einfach doch mal beides. Wer ist das, der Mauk-Clan und die Pollock-Bande? Pollock ist ein Halboger, der einen bunt gemischten Haufen von Schlägern um sich gescharrt hat und nicht besonders gut organisiert, aber grausam und bösartig. Und der Mauk-Clan? Im Clan von Darien Mauk gibt es hauptsächlich Orks und Halborks. Er hält sich etwas mehr bedeckt, aber ihr könnt ihm nicht mehr trauen als einer bengalischen, bengalianischen Viper. Okay, für welche Bande soll ich mich denn lieber arbeiten? Tja, das ist schwer zu sagen, Junge. Wenn ihr euch auf eine Bande einlasst, ist die andere hinter euch her. Man muss vorsichtig sein, für wen man hier in der Schwere arbeitet. Wenn ihr euch einmal entschieden habt, gibt es kein Zurück mehr. Wie ein Gothic, wie schön. Ich verstehe. Ich habe noch ein paar weitere Fragen über die Schwere. Was wollt ihr wissen? Das haben wir schon gefragt. Gibt es irgendwelche Geschäfte in der Schwere? Hier gibt es nicht viel zu verkaufen. Der alte Melling Bongarten, den wir schon da draußen getroffen haben, der Halbling, hat hier irgendwo einen Verkaufswagen. Er hat normalerweise immer was billig im Angebot. Das meiste davon ist gestohlen. Okay, noch ein paar weitere Fragen über die Schwere. Wo kann ich in der Schwere übernachten? Wenn wir denn schon übernachten, bin ich bekloppt. Aber ein paar allgemeinere Fragen. Kann man hier irgendwie Arbeit finden? Tja, ihr könntet mit ein paar der Burschen in der Bar sprechen. Natürlich würde das bedeuten, dass ihr euch entscheiden müsst, welcher Bande ihr euch anschließen wollt. Der von Mauk oder der von Pollock. Und dann habt ihr gleich die andere Bande am Hals, die euch töten will. Es geht hier manchmal echt zur Sache. Er kichert in sich hinein. Okay, gibt's sonst noch irgendwelche anderen Alternativen? Er mustert dich. Ich hätte da eine einfache Arbeit für euch. Könnte ein Kinderspiel sein, könnte aber auch übel werden. Das weiß man hier nie in der Schwere. Okay, dann würde ich mal gerne mehr darüber erfahren. Ich meine, es wäre wahrscheinlich sinnvoller und auch fluffiger für Adolf, dass er sich tatsächlich keiner Bande anschließt, weil er ist ja eher gut gesonnen, genau. Und es würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, sich jetzt irgendeiner Räuberbande einzuschließen. Ist völlig egal, ob es doch die Pollocks oder die Mauks sind oder Mauk-Clan ist. Das wäre wirklich ziemlicher Schwachsinn. Aber wir können mal versuchen, ein bisschen neutral zu bleiben. Und solange es geht, kann man ja mal hier bleiben. Dann würde ich gerne mal mehr darüber erfahren. Also, ich bekomme ziemlich regelmäßig jede Woche eine Lieferung Whisky, bis aufs letzte Mal. Da hat sie mir eine der Banden weggeschnappt. Normalerweise habe ich keine Probleme mit ihnen, aber jetzt will niemand darüber reden, weil sie genau wissen, dass ich ihnen den Schädel einschlage, wenn ich herausfinde, wer es gewesen ist. Ich verstehe. Was soll ich also für euch tun? Jemand müsste mir den Whisky besorgen. Mir geht langsam der Vorrat aus. Ihr holt ihn, dann bekommt ihr von mir 500 Goldstücke, wenn ihr zurück seid. Was meint ihr? Ja, hört sich gut an. Was soll ich tun? Der Name dieses Mannes lautet Bix... warte mal, die haben wir schon getroffen, genau. Er wartet in der Mitte der Guerillenbrücke auf euch, bei den Türmen. Ich werde einen Burschen zu ihm schicken und ihm ausrichten lassen, dass er euch erwarten soll. Passt auf euch auf, Junge. Die Schwere ist kein Ort, an dem man unvorsichtig sein kann, hört ihr? Okay, dann muss ich jetzt gehen. Das ist ja interessant. Dann, ich glaube, das ist der Mann, der, Moment, sich hier befindet. Der uns die ganze Zeit beleidigen wollte, was ganz witzig ist. Oder er meint, oder vielleicht ist auch das die Guerillenbrücke. Weil hier sind zumindest zwei Türme. Und theoretisch sollten wir also nur diesen Weg bis hierhin zurücklegen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir hier irgendwie angegriffen werden.
Ah ja, okay. Bin ich schon mal sehr gespannt. Fragen wir mal erstmal den Rest, der hier noch rumlungert. Dieser Ork-Gauner, mach schnell, bitte. Was könnte man mit ihr schwerer erzielen? Die Schwere ist ein Ort großartiger Möglichkeiten für alle, die Bescheid wissen. Ihr, Sir, seid ein wahrhaft glücklicher Mann, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu reden. Und ich bin den anderen Pennern hier. Er sieht sich misstrauisch in der Bar um. Du bist ganz schön gebildet, oder drückst dich ganz schön gebildet aus dafür, dass du ein Halborg bist. Was wollte ich denn damit sagen, Sir? Oder? Bei dem Gestank, den ihr ausströmt, zweifle ich allerdings an meinem Glück. Nee, erstmal das. Wir vom Mauk-Clan herrschen über die Schwere. Ihr tätet gut daran, euch uns anzuschließen. Interesse? Erst will ich übers Knie brechen, ich komme wieder. Und du bist wer? Zwergengauner. Was in Alberichs Namen veranlasst euch zu der Annahme, dass mich mit euch unterhalten würde? Heraus damit, Junge! Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich mache mich auf den Weg. Oder ich bin nicht gekommen, um zu reden. Ich bin gekommen, um euch mein Baby schreien zu hören. Nein, vielleicht nicht. Ich mache mich auf den Weg. Recht so. Macht euch auf den Weg, Schwachköpfchen. Ihr habt Glück, dass ich ein so verständnisvoller Typ bin. Ich sollte besser nicht wieder herkommen, wenn ihr nicht was Wichtiges mit mir zu besprechen habt. Ja, Sir, das werde ich euch merken. Eine Frage. Was soll ich jetzt sagen würde, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt über eure Beerdigung sprechen? Dann sterben wir. Oh ja, das tun wir. Aber gut, dass wir kurz verladen können. Wir führen das Gespräch nach der Vollständigkeit wieder, was wollte ich damit sagen? Das will ich nicht übers Knie brechen, weil ich will das jetzt nicht so tun, als hätte ich es nicht gemacht. Dann mache ich mich auf den Weg. Das werde ich mir merken, genau. Okay, der Mann ist offensichtlich kein besonders freundlicher Mann. Gehen wir aber erstmal diesen wundervollen Auftrag nach, den wir gerade bekommen haben. Während wir kurz uns etwas selber heilen. So, ich würde sagen, hier müsste es dann dementsprechend, also wenn das die Guerillion-Brücke ist, dann müsste sich hier jetzt gleich irgendeine Person befinden, was nicht der Fall ist. Gut, das ist nicht die Guerillion-Brücke, sondern die ist dann weiter oben. Dann nehmen wir kurz mal den Express. Beziehungsweise zumindest Wegpunkte. Ach, vielen Dank, dass es das so schön geklappt hat. Machen wir es am besten gleich nochmal. Und so. Ich hasse dich. Können wir nicht einfach dahin fahren? Lagerhausdistrikt, bla bla bla. Kensington Park, Docks von Tarant. Vermilionbahnhof, Universität von Tarant, Lagerhallendistrikt, Handelsdistrikt, das ist alles beknackt. Ja, dann. Das ist die Guerillenbrücke West. Also sind wir hier doch richtig. Ach, warte mal, sollen wir irgendwie nachts dahin gehen oder was? Nee. Hä? Haben wir den Auftrag nicht bekommen? Oh mein Gott! Nein, haben wir nicht. Vielleicht sollten wir nochmal mit dem Herrn sprechen. Nicht ganz unwichtig, wir sollten vielleicht auch den Auftrag bekommen, bevor wir jetzt uns irgendwie versuchen, mit irgendeinem Halbling zu treffen. Noch einmal zurück. So. Das hatten wir schon. Freue mich, eure Bekanntschaft zu machen, Caleb. Was meint ihr mit der Schwere? Könnt ihr mir jetzt über die Schwere erzählen? Quatsch, noch ein paar allgemeine Fragen. Wo kann man die Arbeit finden? Das hatten wir schon. Was gibt es noch andere Alternativen? Genau. Ich würde gerne mehr darüber hören. Das möchte ich tun. Jemand müsste mir den Whisky besorgen, blablabla, das hatte ich ja schon, hört sich gut an, was soll ich also tun? Der Name meines Mannes laut Bix erwartet in der Mitte der Guerillenbrücke auf euch bei den Türen. Ich werde einen Burschen zu ihm schicken und ihm ausrichten, dass er auf euch warten soll. Passt auf euch auf, Junge, die Schwere, das hatte ich doch schon. Ah. Ach, warte mal. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren jetzt doch nochmal nach oben. Oder wir gehen nochmal nach oben. Zu dieser Brücke, der hieß doch wirklich Bix, oder? Jetzt haben wir, ach, guck mal, jetzt haben wir, ah, hahaha, jetzt wurde es, Moment, F7. Jetzt wurde es ausgelöst, die Quest. Wunderbar. Gut, dann nehme ich das. Und ich hätte gern meine kleine Rüstung. Wie viel Haltbarkeit hat die? 48. Okay. Hier sind zwei Gauner. Reaktion 23, Reaktion 45. Verschwindet? Können wir euch mal eingekramen. Ihr steht nicht aus Spaß hier, schätze ich mal. Und ich schätze mal, dass ihr leider gleich sterben werdet. Hallo Bix.
Hey, ihr da, ihr seid doch Kalebs Junge, stimmt's? Er sagte ihm bereits, dass ich euch erwarten könnte. Ich bin Bix. Ja, ich bin hier wegen des Whiskys. Ja, steht schon alles bereit. Meine Lieferjungen werden auf dem Weg zu Maloy immer wieder überfallen. Hoffe, ich habt ihr mehr Glück. Vielen Dank, Bix. Ist das zu groß für mein Inventar? Kann das sein? Ich habe immer noch diese komische Mithril-Erz hier drüben. Warum habe ich es nicht abgelegt? Ach, Kinder. Warte mal. Ein paar Dinge, die ich mit euch verhandeln möchte. Einmal das. Und die B-Hief kannst du auch erstmal halten. Und übrigens. Das kannst du mal bitte nehmen. Tschüss. Hey der Junge, was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Ich hole Whisky für Kaleb Maloy ab und es war nicht überraschend, dass ihr mich angreifen werdet. Tja, das ist jetzt ein Problem, Bursche. Wisst ihr, das ist mein Territorium. Niemand schleppt Whisky durch Malek Neps Territorium, ohne mich vorher zu fragen. Ich denke, ich werde euch diesen Whisky jetzt abnehmen, Junge. Natürlich, ich wollte euch wirklich nicht belästigen, bitte sehr. Nein, das glaube ich nicht, mein Freund. Tja, das glaube ich nicht, vor allem Level 1. Mr. Neps, ihr sollt besser verschwinden. Ich muss kurz mal weg. Und ihr werdet leider sterben. Das war wohl nichts, mein Freund. So, wir können jetzt aufhören zu kämpfen, bitte. Was habt ihr denn alles so dabei? Nix. Geld. 15. Nix weiter. Nächste Ork. Ein rostiges Schwert, na immerhin. Und du? Malek Neps hat ein rostiges Schwert und eine Lederrüstung, die partout nicht hier reinpassen will, weil mein Inventar aussieht wie Kraut und Rüben. Ja, wunderbar. Und hast du noch sozusagen? Ich wünsche euch viel Glück. Gruß an Kaleb. Kein Problem. Alles bisher gut gelaufen. F7. Kurz gespeichert. Greift mich noch jemand an? Ich würde es euch mal nicht geraten haben, meine Freunde. Es sei denn, ihr wollt auch nochmal was haben. Nein, alles gut. Kann ich euch helfen? Ja, ich muss ganz kurz mal mich verabschieden, denn ich würde ganz gerne meinen Anzug wieder anziehen. Um ein bisschen hübscher auszusehen für dich. Was ist das? Radklanbrille? Ja. Kann ich euch helfen? Ja. Hallo Kaleb, habt ihr wohl einen Moment Zeit? Ich habe euren Whisky beschafft, Kaleb. Hier ist der. Wunderbar. Wirklich, das ist großartig, Kumpel. Vielen Dank für eure Hilfe. Hier ist euer Geld. Ihr gebt dir eine Handvoll Goldmünzen. Ihr seid in Melois immer wieder willkommen. Ja, nur ein paar Fragen. Achso, das war's offenbar. Kann man nicht erzählen, dass wir überfallen wurden von Malek, Snaps oder sowas? Offenbar nicht. Gut, Tauschhandel. Willst du das gleich haben? Ja, willst du günstigerweise hier? Nimm das noch. Und das auch noch. Nimm es. Ja. Und du? Lass mich eure Ware sehen. Ich kann die Kettenpasse halt auch gleich verkaufen. Und dieses Gewand muss ich immer noch identifizieren. Ja. Wo ist dieser Halbling hin? Der ist so klein, sieht man kaum. Hier. Handel. Was würdest du mir dafür geben? 106 Münzen. Immerhin. Aber, ach ja genau, kannst du mir eigentlich kurz mal die Rüstung reparieren, wenn wir schon dabei sind? Kurz mal gespeichert. Reparieren, genau. Das da für 5 Münzen. Keine Haltbarkeit verloren, alles gut. Okay, hier sieht auch noch alles ganz fantastisch aus. Sehr, sehr gut. Wie sieht es bei euch denn so aus? Habt ihr irgendwas Schlimmes? Irgendwas, irgendwie Wehwehchen oder so? An eurer Rüstung? Das sieht noch ganz gut aus, das Schwert. Das sieht auch noch ganz gut aus. Die Axt ist noch in Ordnung. Das können wir reparieren, die Rüstung, wenn wir schon mal hier sind. Ach, das können wir auch gleich noch machen. Und die machen wir auch gleich. 149, alles gut. Jaina ist nackend, oder fast. Reparieren, genau. Für 6 Münzen. Keine Haltbarkeit verloren. Keine Haltbarkeit verloren. Keine Haltbarkeit verloren, wunderbar. Und das Ganze wieder rückwärts. Wäre es mir ein Geschäft. Nimm die blaue Rüstung. Und, nee, warte mal, wo ist er denn? Magnus, hast du einen Hammer? Ich hätte jetzt keine Waffe gehabt, du hast keine Waffe. Ach komm, jetzt mach nicht so einen Aufstand deswegen. Was? Ach so, geht. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Gespeichert und wir gucken uns den Rest der Sphäre an. Schwere, nicht Sphäre. Ist hier irgendwas? Ein Fass ohne Bewandtnis. Okay, das ist gut. Kann man so hinnehmen.
erstmal kurz einen Überblick über die Gebäude überhaupt machen. Ich gehe erstmal da oben lang und bewege mich dann sozusagen gegen den Uhrzeigersinn weiter. Das ist doch eine super Idee. Muss ich ja sagen, weil ich habe sie gehabt. Kann man hier noch weiteren Leuten einen Gefallen tun? Vielleicht für ein bisschen Geld oder viel Erfahrung? Das wäre super. Viel Erfahrung kann ich nämlich noch gebrauchen. Okay, hier kann man niemanden einen Gefallen tun, außer vielleicht die Hütte abzureißen. Das wäre an sich nicht so schlimm. Kann man hier hinten rein? Aber kann hier vorne rein. So, Ork-Berserker. Level 30. Gnomenwache. Der stark parfümierte Gnom würde lächerlich wirken, hätte er nicht diese Narben im Gesicht und den überdimensionierten Dolch an seinem Gürtel. Und was glaubt ihr hier eigentlich, was ihr hier tut? Ich wollte gerade hineingehen. Oh nein, so einfach ist das nicht. Nur der Mauk-Clan darf in diese heiligen Hallen und dann auch nur auserwählte Mitglieder. Schafft eure traurige Gestalt hier fort und geht dann dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Ich gehe hinein, ob es recht ist oder nicht. Nichts würde mir mehr Spaß machen, als eure dumme Kehle von einem Ort zum anderen aufzuschlitzen, aber ich hasse den Dreck, der dadurch entsteht. Hebt euch hinweg, Schwachkopf. Ich gehe am besten mal wirklich, weil Level 30 ist ganz schön fett. Also gut, ich verschwinde von hier. Und ich muss jetzt auch nicht dringend einen Kampf mit dem Mauk-Clan anfangen. Ebenso übrigens mit den Pollocks nicht. Warum auch? Wer seid ihr denn? Halborkwache? Eigentlich siehst du ganz normal aus. Hä, was wollt ihr? Nichts, es tut mir leid, dass ich euch belästigt habe. Guten Tag. Kann man hier rein? Nein, ist verschlossen. Kann man noch irgendwie von hinten irgendwie rein? Nein. Ich frage mich gerade, was hier bewacht wird. Jeder bleibt stehen, was habt ihr hier vor? Okay, hier wird irgendwas bewacht. Ich nehme mal irgendwas Wichtiges für den Mauk-Clan. Das hat mir mein kriminalistisches und detektivisches Gespür gerade mal verraten. Danke für diese wundervolle, für diesen Kandura-Stängel, glaube ich. Bestimmt kann man hier auch irgendwo rein. Ach ja. Wer seid ihr denn? Was wünscht ihr? Ich glaube nicht, dass ich euch schon als noch genügend hatte. Wer seid ihr? Ich heiße Lars. Was wollt ihr von mir? Du bist mir sympathisch, hast einen wunderschönen Namen. Nichts, ich reise nur so herum. Guten Tag. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was habt ihr eigentlich hier drin? Nichts. Darf ich hier schlafen? Nein. Ja, du bist ja interessant. Vielleicht wirst du später mal irgendwie interessant, weil sonst hast du keinen Namen. Vor allem hast du einen fantastischen Namen. Und was ist hier? Hier sind viele Betten. Aber keine Bewandtnis. Oh, ich kann ja... Oh. Ein Tag lang schlafen. Ja, warum nicht? Bin ich wieder geheilt? Wenn das klappt. Oh ja. Wie geil. Man kann ja schwere kostenlos schlafen. Das ist ja witzig. Gut, dann gehen wir doch mal den Rest der Schwere. Also auf die Pollock-Clan-Seite. Gespeichert mal ganz kurz. Und ja, sprechen wir mal den Erstbesten an. Dich. Hä? Und dich. Wer ruft nach mir? Und du? Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich freue mich immer wieder, gepflegte Unterhaltung zu führen. Gehen wir erstmal in die erste Baracke hier rein. Und nehmen uns die Kandura-Stängel mit. Ah ja, du siehst intelligent aus und wie ein netter Zeitgenosse. Euer Benehmen gefällt mir nicht. Mein Benehmen gefällt euch nicht. Macht, dass ihr hier rauskommt, sonst verarbeite ich euch zu Fischfutter. Treat. Okay. Dann halt nicht. Dein Name ist übrigens sehr lustig. Das Pilze? Nee. Ich habe ja die alten schon nicht wegschmeißen können. Warum will ich jetzt alle nicht verkaufen können? Warum soll ich jetzt die nehmen wollen? Aber ich weiß, dass es jetzt hier Pilze gibt. Das ist ja fantastisch. Wenn ich irgendwann mal Pilze haben möchte, da habe ich hier die Möglichkeit, welche zu pflücken. Will ich aber gerade nicht. Hier ist noch ein Häuschen. Und da geht es wahrscheinlich rein zum Pollock-Clan. Was gibt es denn hier? Absolut überhaupt mal gar nichts. Aber die Schwere ist auch nicht aus Spaß so arm. Als ob sie sonst an jeder Ecke irgendwas geben würde. Gut, dann gehen wir mal hier rein und hoffen, dass wir nicht gleich abgeschlachtet werden. Ja, du sagst nichts, du sagst nichts, du sagst auch nichts Besonderes und du... Wie schön, euch kennenzulernen. Ja, das wäre natürlich höflich, der Rest ist nicht so höflich. Und du? Ja. Was wollt ihr? Wessen Haus ist das? Das ist das Haus von Pollock und er schätzt es nicht besonders, wenn Fremde hier herumschleichen. Das ist mir egal, was er schätzt oder nicht schätzt. Was? Mann, ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Ärger ihr euch damit einhandelt. Ihr sollt besser gehen, solange ihr euch noch zu einer Lage seid. Ja, dann einen schönen Tag. Gut, hier kann man also offenbar nicht so richtig viel machen. Weil man sich keine Clan anschließt, aber wie gesagt, es ist auch für mich gerade nicht so
Es ergäbe für mich keinen großartigen Sinn, dass ich mich irgendeinem Clan anschließen würde. Was für mich aber einen unglaublichen Sinn ergibt, ist zunächst einmal... Kann man hier wegfahren? Nee, das ist nur eine Einbahnstation. Mist. Dass wir zunächst einmal ganz kurz noch ein bisschen Krimskrams ablagern, also vor allem diesen Mithrilerz sowieso. Oh, hier ist ein bisschen Blut. Wie kommt das nur? Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Wir könnten auch kurz die Rüstung identifizieren, die wir gerade hatten. Oder die werdet ihr immer noch haben. Diese komische magische Rüstung kann man, sind wir die gleich los und können die gleich verkaufen. Das ist ganz gut, aber ein bisschen Geld. Geld ist immer nie schlecht. Ja, und dann packen wir das Mithril-Erz weg, also die Mithril-Bleche. Und dann gehen wir wieder raus aus der Stadt. War jetzt auch eine ganze Weile hier. Muss ich auch nicht übertreiben. Denn wir haben noch ein, zwei andere Dinge. Wahrscheinlich drei, vier, fünf andere Dinge noch zu erledigen. Wir wollen noch mal kurz nach Black Root aufbrechen. Weil mir ein Tipp gegeben wurde, wo der komische Rätsel-Halbling sich befindet. Oder der Rätsel-Gnom, wie ich ihn auf meinem Zettel stehen habe. Das fände ich eine ganz gute Idee, weil ich mal ganz gerne wissen möchte, was das nächste Rätsel ist. Und da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht zu fein, ein bisschen zu schummeln. Weil ich ganz gerne wissen will, wie das endet. Also, falls ich da nicht die richtige Antwort habe. Aber erstmal gucken, vielleicht habe ich die richtige Antwort. Noch nicht den, nicht hier rum, Versprechungen machen oder beziehungsweise Ansagen machen, die ich noch nicht mal, selber kenne. Beziehungsweise den im Fortgang ich noch nicht kenne. Okay. Das will ich. Genau, dann handeln. Hier 350 Münzen, wunderbar. Dann habe ich, ach ja, ich habe drei Dinger gesammelt, stimmt ja. Hast du irgendwie Salpeter? Hast du nicht. Und du hast auch gar keine Kleidung an eigentlich. Dann ist das in Ordnung. Dann gehe ich mal wieder weg. Und jetzt bin ich, glaube ich, relativ weit entfernt von dem Ort, wo ich eigentlich sein möchte, nicht wahr? Ja, ich möchte, glaube ich, da sein. Irgendwie, nee. Da. Da in der Nähe ist auch eine Handelsstadt, eine Bahnstation. Ist hier in der Nähe irgendeine Bahnstation? Eigentlich nicht. Ja, dann können wir im Prinzip auch laufen, weil auf dem Weg dahin müssen wir eh nochmal bei so einem Zauberladen vorbei, um uns einen normalen Stab zu kaufen. Einen ganz normalen, möglichst unmagischen Stab. Damit wir dort im Idealfall... Ach, ich habe die Türen weggesprengt. Ach, das waren Zeiten. Damit wir dort im Idealfall gleich einen Schockstab bauen können. Das wäre ganz witzig. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Nix drin, okay. Gut, hier haben wir schon mal wenigstens eine Bahnstation. Das ist schon mal was. Wo sind denn die ganzen lustigen Magieläden? Was ist das? Panarii-Tempel. Ach nein, oh Gott, nein, nein. Hier bin ich ganz falsch. Ich glaube, ich muss nämlich da drüben hin. Wie komme ich da jetzt? Ich glaube, ich muss oben rum. Na gut, machen wir das halt so. Können wir jetzt leider nicht ändern. So. Es ist schade, dass es in den, sagen wir mal, östlichen Teil der Stadt keine Bahnstation gibt. Also über schick gekleidet aus, hier der Herr. Aber gut, was ist das? Das ist irgendwas. Achso, das ist der Kuriositätenladen, ich erinnere mich. Und hier gibt's magisches Gelumpe. So. Ihr seid ein Mann technologischer Ausrichtung. Ihr hört nicht hierher. Das, ich habe vorher schon Leute wie euch gesehen, aber dafür musste ich Eintritt zahlen. Ich habe jetzt mal alles überlegt, wer da her? Hä? Komm, ich sag's einfach mal. Bitte, ich will nicht, dass meine magischen Waren beeinträchtigt werden. Verschwinde ich auf der Stelle. Warte mal, ganz kurz. Kann ich nicht eins einfach mal, das da ablegen. Du hast kein Problem mehr mit mir. Ihr seid nichts als ein Rankgitter für Krampfadern. So. Mal gesagt. Er ist argwöhnisch. Na gut, dann halt nicht. Zack. Und zack. Ich bin mittlerweile echt zu technologisch ausgerichtet, dass er sich irgendwie noch freuen würde, mich zu sehen. Schade, schade. Du wahrscheinlich genau das Gleiche. Warum seid ihr zurückgekommen? Ich werde nicht erlauben, dass die magische Natur meiner Arbeit von euresgleichen besudelt wird. Verlasst sofort meinen Laden. Ja, ist ja gut. Vergesst es. Okay, okay. Wir kriegen bei dir keinen Stab. Ich hab's begriffen. Haben wir unten nicht irgendwie sowas wie die Schmiede gehabt oder so? Vielleicht hat der einfach nur einen ganz normalen Stab. Smiths Waffengeschäft. Bellows hochwertige Rüstung. Ach, günstig. Gehen wir also nochmal eins runter. Das ist schön, dass wir einen völlig geraden Weg hier gehen. Völlig stringent.
Und wir werden irgendwann bald mal wieder in die Kanalisation zurückkehren und uns mal versuchen, mit diesen lustigen Spinnen anzulegen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir die mittlerweile gehandelt. Ohne dass irgendwelche Leute sterben. Waffenschmied. Handel. Oh, das sind viele Rezepte. Kugeln. Halluzinogengranate. Ich kann leider nicht besonders gut werfen. Elektrogranate, sie eben. Betäubungsgewehr. Wie will ich denn betäuben? Was kostet nicht so viel? Revolver, automatische Ladekammer. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich wahrscheinlich bald irgendwie. Eine Schmuckpistole für 816 Münzen. Mein Gott, die kann ich mir selber herstellen. Irgendwie. Warte mal, wenn die 816 Münzen kostet. Da muss ich doch kurz nochmal meine technologischen Fähigkeiten prüfen. Die Schmuckpistole. Kann ich nicht herstellen. Schalldämpferrevolver, brauche ich das vielleicht? War das hier? Geladen bei Schleunigewehr, Hochgeschwindigkeitsstrahler. Ach, hier brauche ich die für die Hochgeschwindigkeitspistole brauche ich die, das Gewehr, okay. Für die Hochgeschwindigkeitspistole brauche ich die Schmuckpistole, so, Entschuldigung. Dafür brauche ich auch noch ein geladenes Beschleunigungsgewehr, was ich bereits habe. Warte mal, Schaden 1 bis 15? Dementsprechend müsste diese Waffe ja besser sein als mein Gewehr, was ich gerade habe. Ganz ehrlich, jetzt muss ich kurz mal speichern. Speichern. Und mal ausprobieren. Ah, ich habe ein Repetiergewehr. Ich habe gar kein geladenes hier. Tralala, geladenes Beschleunigergewehr. Ah, ich könnte mit einem Repetiergewehr. Ich könnte erstmal ein geladenes Beschleunigergewehr bauen. Ich könnte sozusagen meine Waffe pimpen. Ich brauche eine elektrische Spule. Ich brauche eine elektrische Spule. Alles ist mir egal, dass wir gerade bei 34 Minuten sind. Anhalten. Ich muss kurz eine elektrische Spule holen. Hast du noch einen Stab oder sowas? Du hast keinen Stab. Niemand mag dich. Was ist das? Grubenhelm. Da haben wir noch gerade einen gehabt, oder? Warte mal, Grubenhelm. Was brachte das nochmal? Wie darf ich euch behilflich sein? Rüstklasse 15. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Und da du keinen Helm hast, könnte ich ja hier einen Grubenhelm herstellen. Auch hier speichere ich nochmal. Handel. Grubenhelm. Grubenhelm gelernt. Hoffen, dass es irgendwie technologische Fähigkeiten sind, sonst nützt mir das alles hier gar nichts. Das wahrscheinlich nicht. Hier. Oh. Grün. Nein. Ich gebe einfach alles durch. Nein. Nein. Kein Grubenhelm. Ah, es ist Schmieden. Ah, das ist Schmieden. Da brauche ich nochmal eins in Schmieden. Und Helm der Vision. Wie soll ich einen Helm der Vision herkriegen? Okay, das lade ich kurz mal. Weil mir dieser Grubenhelm irgendwie so gar nicht nützt. Ist schön, dass man hier ein Rezept findet, aber das ist, ja, bringt mir nicht richtig viel. Ich habe ganz vergessen, wie viele geile Rezepte man hier machen kann, finden kann. Beziehungsweise früher waren mir die, haben die mir alle nichts bedeutet, weil ich dachte, ja, was immer das auch sein mag. Man kann ja neben den Rezepten, die man sozusagen jedes Mal noch selber lernt, kann man noch ein Dingens finden. Überall 50.000 Rezepte finden, das finde ich ziemlich geil. Aber gut. Sock. Ein Handel wäre wohl angesagt. Gib mir das, das, das und das und das. Und das. Ich muss noch ein zweites Mal Wein holen. Oder ein drittes Mal Wein, weil die Flasche mir jetzt behältst, ja. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Warte mal, du hast noch irgendwelchen Kram, nicht wahr? Genau, du hast noch Uhrenteile, die ich überhaupt nirgendwo hinpacken kann. Ja gut, da kommen wir dazu gleich. Was ist hier? Ach, so eine Tür. Ich brauche das erstmal nicht, dann das erstmal nicht. Dann nehme ich noch ein, zwei Flaschen Wein. Dann bekommst du das dahin. Und ich brauche eine elektrische Spule, wenn ich die mal hier irgendwie finden könnte. Und wenn ich den Schockstab finde, also wenn ich einen Stab finde, kann ich auch noch diesen großen Kompensator ja gleich mitnehmen. Eine elektrische Spule. Wunderbar. Gut, dass ich nie was wegwerfe. Ja, achso, das kannst du auch noch haben. Und das. Gut, dann nochmal zurück zu. Was wünscht ihr? Dir. Das da, das da, das da und das da.
Dann halt dazu noch das und dieses. Und das kurz mal hier rein und das und den Dietrich, den ich wieder zum elektrischen Dietrich irgendwie umbauen kann. Ist hier unten noch irgendwas? Nein, ach doch, du kannst die beiden Flaschen haben. Magnus, du bekommst das da, das da, das da und das da. Und hier kommt wieder rein. Dieses, 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 jenes auch. Und das da kannst du auch haben. Bitteschön und bis zum nächsten Mal. Die ganzen Bronzeringe kann ich mir irgendwann zu elektrischen Ringen umbauen, da, oder zu Ladungsring umbauen. Da freuen sich alle. Okay. Haut das so hin? Ich brauche mehr Elektrik. Ich brauche Stufe 5 in Elektrik. Das Problem ist, der Stufe 5 will ich sowieso erreichen. Gut, der magnetischen Umkehrung, um den bauen zu können. Dafür brauche ich aber, wie ihr seht, hier unten Mindestintelligenz von 15. Also rechts unten in der Ecke steht das. Ich habe allerdings gerade Intelligenz nur... Habe ich denn 13? Ah. Dann gebe ich hier nochmal einen Punkt aus und muss leider die nächsten beiden Punkte, also einmal Intelligenz und einmal auf Hut der magnetischen Umkehrung, anwenden. Es sei denn, ich kaufe mir schon mal ein Buch für Elektrik, aber das gibt gäbe auch keinen Sinn, weil ich letztendlich auch den Tesla-Stab holen will. Den ich aber gar nicht bauen kann. Doch, ich hab einen Schockstab gar nicht bauen. Ich brauche einen Stab. Gebt mir einen Stab. Hört doch mal. Zunächst einmal möchte ich zum Handelsviertel fahren. Ich bin jetzt so in Bastellaune. Lagerhallen, Vermilionbahnhof, nein. Guerillenbrücke West ist... Ne, nochmal Handelsdistrikt. Gerüchte über Flugmaschinen unterdrückt. Die Zeitung ist nur bekommen. Oh, das finde ich interessant. Zeitung verkaufen, eine Zeitung von heute. Vielen Dank. Schön. Wo genau bin ich? Das ist der Handelsdistrikt? Das? Das ist doch alles doof hier. Wer will denn hier hin? Da will ich lieber, weiß ich nicht, dahin. Was immer das noch sein mag. Kostet eigentlich Geld, ganz nebenbei. Muss kurz mal gucken. Mehr weg. Ich habe jetzt 9039 Gold. Universität. Kensington Park. 9039. Oh, 5 Münzen kostet das. Das ist noch gerade so okay. Ja, ich würde gerne möglichst alles haben. Also, ich brauche zunächst einmal Salpeter. Salpeter ist immer gut. Ich möchte einen normalen Stab haben. Auch ein normaler Stab ist immer gut. Vielleicht gibt es ja hier einen normalen Stab. Du hast keinen normalen Stab, aber du hast bestimmt irgendwelche Pflanzen, die ich haben möchte. Genau, bitteschön. Freuen sich alle wieder. Was ist das? Treibstoff brauche ich nicht. Kann ich aber gleich mal herstellen. Ja. Genau. Und du, ein Tauschgeschäft. Was ist das? Ein Sichthelm. Oh, Salpeter. Ein Sichthelm also. Da muss ich doch mal unverhofft speichern. Dich anklicken. Den Treibstoff kaufen. Vielen Dank. Alles. Oh, das war ganz schön dumm gerade. Das kostet mehr, als ich dachte. Ah, egal, jetzt hab's gemacht. Das will ich mal haben. Und gleich mal lernen. So, wo ist jetzt der Sichthelm? Sichthelm, da. Nein, da. Sichthelm. Braucht Augen auf. Ihr sucht eine Möglichkeit, eure Wahrnehmungskraft zu verbessern. Oh ja, man hat eure Gebiete erhöht. Der unglaubliche Sichthelm, eine Kombination aus Augen auf und dem Helm der Visionen, verstärkt eure Wahrnehmung auf ein Maß, das bisher unvorstellbar war. Absolut atemberaubend. Wisst ihr was? Das behalten wir aber mal. Warum nicht? Jetzt haben wir es gekauft, macht auch Spaß. Und ich würde sagen, ich speichere einmal und beende ganz kurz diese wunderbar kurze Episode. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann.